Top-Tag wird Ihnen präsentiert von Hans Isering Küchenbau. Küchenhauptstadt.ch. Die einen empfinden seine Bücher als echte Lebenshilfe, für andere ist es viel zu esoterisch. Klar ist, mit seinem Thema lässt er eigentlich niemand kalt. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Top-Tag. Heute mit dem bekannten Schweizer Medium, Pascal Fockenhuber. Schön, sitzt du bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Pascal. Ja, du kommunizierst mit Toten, du kommunizierst mit der geistigen Welt. Wie oft hörst du von Leuten, wenn du erzählst, was du machst, dass das alles Hokuspokus ist? Ja, es ist eigentlich nur erstaunlich. Also, so oft höre ich es gar nicht. Also, so, das Umfeld hat sich natürlich erst mal, mein Kollegenkreis hat sich daran gewöhnt. In dem Kreis, wo ich mich bewege, ist es relativ normal. Und so, dass es so kritische Stimmen gibt, das ist auch normal, das gehört halt einfach dazu. Spannender ist, die Kritiker, die mich dann meistens persönlich kennenlernen, wo man vielleicht ein Gespräch führen kann, die finden es dann nachher gar nicht mehr so speziell. Mhm. Aber es ist etwas Spezielles. Du kannst mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen, da kommen wir sicher nachher noch ein bisschen dazu. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du Wahrnehmungen hast, die andere Leute nicht haben? Also jetzt, wo ich es weiss, kann ich das allererste Mal, eigentlich, als ich 3 Jahre alt war, dort habe ich das erste Mal einen Verstorbenen gesehen. Dort war das aber für mich so normal gewesen. Also ich habe mir die Fragen eigentlich gar nicht gestellt. Sehe ich etwas, was andere nicht sehen. Was heisst, ich habe einen Verstorbenen gesehen? Das ist wahrscheinlich für viele Zuschauer, fängt es da genau schon an. Wie kann man einen Verstorbenen sehen? Für mich ist immer die Frage, wie kann man das nicht sehen? Also das ist eine Frage. Ja, das ist so eine, weil ich kann es nicht, also ich weiss einfach, ich bin in der Nacht aufgewacht, wollte zu meiner Mutter gehen und muss einen Steg runter und dort habe ich dann einfach einen Mann gesehen. So, ganz normal. So fast eigentlich so, wie ich dich sehe, aber nicht ganz so klar. Aber ehrlich gesagt, so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiss einfach nur, dort ist ein Mann dort gestanden. Ich bin dann zu meiner Mutter, habe gesagt, ich kann nicht schlafen. Und da steht übrigens ein Mann bei uns im Stegenhaus. Und meine Mutter hat gemeint, sie ist ein Einbrecher. Ja. Ja. Ist schauen und sagt, wo ist er? Und ich so, ja, da. Und dann sagt sie, aber da, Pascal, da ist gar niemand. Und dann irgendwie, ach, du schläfst doch. Und dann sage ich, ja, ich bin ja wach. Also, ich habe gewusst, dass ich wach bin. Das war eigentlich so das erste Mal. Aber das war aber wahrscheinlich für die Eltern auch noch ein verwirrendes Erlebnis, wahrscheinlich, oder? Nein, eigentlich nicht einmal unbedingt. Also jetzt, ich meine, sehr viele Sachen habe ich erst eigentlich nachher rekapituliert, mit meiner Mutter vor allem, wo mir das bewusst worden ist. Dort war es einfach für meine Mutter, ja, der hat irgendwie schlecht geträumt oder hat ein bisschen Fantasie. Und für mich war es einfach verwirrend, dass ich Sachen sehe, die scheinbar die anderen nicht sehen. Aber das aus 3-Jährigen überleihst du nicht. Sehe ich jetzt etwas, was andere nicht sehen, oder? Für dich war es mal quasi normal gewesen. Ab wann hast du dann gemerkt, dass da eine Fähigkeit drin ist, die wahrscheinlich nicht jeder Mensch hat? Ja, eigentlich so in meiner wirklich Pubertät hat es so ein bisschen angefangen, dass Kollegen einfach immer zu mir gesagt haben, warum merkst du immer, wenn man dich anliegt? Oder warum kannst du immer sagen, die Beziehung geht noch so und so lang? Oder warum weißt du, wenn jemand gestorben ist und so? Aber das konnte ich auch nicht erklären. Ich bin in der Hip-Hop-Szene gross geworden. Ich hatte früher eine Fernsehsendung im Tele Basel. Das war meine Welt gewesen. Dort habe ich mich wohl gefühlt. Und die Esoterik war nie ein Teil von mir gewesen. So, und eigentlich dann so mit 19, als ich mit meiner damaligen Freundin, sie hatte ein Problem mit ihren Eltern und dann habe ich so gesagt, so ich meinte, also eben mein Geistführer und mein Kollege, das war einfach ein Kollege für mich, der meinte, du musst das so und so und so lösen. Und dann sagt sie so, was schnurst du? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, mein Kollege. Und dann sage ich so, du hast ja auch einen Kollegen, der Yves. Und sie so, von was redest du? Du weißt schon, du bist nicht normal. So quasi. Und dann ist mir das so eigentlich bewusst worden oder dann habe ich so angefangen, dann denke ich, jetzt habe ich einen totalen Dachschaden. Was ist aus dieser Beziehung geworden? Ja, Ex-Freundin. Das ist du hast den Geistführer erwähnt und der kommt auch in deinem Buch vor, dass du Kontakt mit dem Geistführer aufnimmst. Erzähl uns, was
ist der Geistführer und wie kannst du zu dem Kontakt aufnehmen? Also Geistführer klingt eigentlich immer so mega spektakulär. Eigentlich ist so, ein Geistführer ist eigentlich so wie ein Begleiter, wo wir alle einen haben, ob wir daran glauben oder nicht. Wird offen wechseln mit dem Schutzengel. Ich sage immer, es ist für mich ein Unterschied, weil der Geistführer Schluss oder ganz, ganz früher auch mal ein Mensch gewesen, oder? Und ist einfach durch seine Entwicklung ist es nicht mehr so, dass er muss inkarnieren muss. Und das Kontakt aufnehmen ist eigentlich so, dass für mich ist es einfach so, dass ich viele Bilder bekomme von ihm oder wie Erinnerungen. Also musst du dir vorstellen, wie wenn du an deine letzten Ferien denkst, kannst du ja Bilder sind auf. Sind die Bilder schwarz-weiß oder farbig? Die sind farbig, ganz normal. Und es steigen einfach zum Teil Gefühle auf in mir oder Inputs, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt richtig oder das ist nicht richtig. Es ist, glaube ich, auch manchmal, wenn man so ein bisschen Bücher liest oder so gehört, hat man immer das Gefühl, ich habe eine Stimme im Ohr. Also ich höre keine Stimme, so, sondern es ist eigentlich so, ich spüre einfach gewisse Sachen oder steigen Erinnerungen auf, und ich weiss, das sind nicht meine Erinnerungen. Das ist noch schwierig zu erklären. Du hast Engel, Schutzengel angesprochen. Viele Menschen glauben an Schutzengel. Aus deiner Sicht, gibt es die? Ja, also ich glaube schon, dass wir alle Schutzengel haben, aber es ist so, ich tue mich wirklich mehr auf Geistführer, Verstorbene und aufs Leben hier konzentrieren. Ich persönlich sehe Energien, wo ich glaube, dass es Schutzengel sind, aber mit denen habe ich mich ehrlich gesagt nicht auseinandergesetzt. Kannst denn du mit jedem Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Ja, das ist immer so, die Leute rufen manchmal an und sagen, hey, kannst du nicht schnell mit Michael Jackson Kontakt aufnehmen und so weiter, das kann ich nicht. Also weil für mich ist so, ich bin in England an einer Schule gewesen, wo man das gelernt hat, Medium. Ich war ganze 8 Jahre in der Ausbildung gewesen. Und dort ist es immer darum gegangen, auch zu beweisen. Also wenn ich jetzt dir von Michael Jackson Sachen erzähle, wüsstest du ja auch nicht, ob das stimmt oder nicht, außer das, was in der Presse gestanden ist. So, aber die, sag jetzt mal, die intimen Details wüsstest du auch nicht. Und darum mache ich so Sachen nicht. Aber eigentlich so mit den Verstorbenen, die, jetzt sagen wir, von den Angehörigen, mit denen ist es eigentlich meistens möglich. Wenn es nicht möglich ist, dann liegt es irgendwie an mir. Also ich sage auch nicht, ich kann nicht 100% mit jedem gleich gut in Kontakt treten. Genauso bin ich auch nicht mit jedem Menschen auf dieser Erde Sympathien empfinde. Ja. Also das ist so ein bisschen das Problem. Aber sonst ist es im Großen und Ganzen schon möglich. Und die noch leben, was erwarten denn die, wenn sie durch dich mit einem Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Das eine ist der Beweis, den du dann irgendwann musst antreten, ja. Logischerweise, damit sie es glauben. Aber was sind denn die Anliegen, die die Menschen an dich haben? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich meine, ich gebe ja schon seit einigen Jahren eigentlich keine Einzelberatungen mehr. Oder die Fälle, die ich noch übernehme, dort geht es meistens eben um Mordsachen, Unfallaufklärung oder auch zum Teil Überreste suchen. Und ich sage jetzt mal so, früher im normalen Rahmen ist es oft so gewesen, dass vielleicht jemand noch ungeklärte Fragen hat, dass Trauer einfach nicht können losen. Gerade viele Mütter habe ich begleitet und Väter, die ihre Kinder verloren haben, die einfach irgendwie auch die Sicherheit haben wollen holen. Doch, es gibt ein Leben nach dem Tod. Spannend ist ja, dass man oft sagt, ja, eben Medium mit Toten reden und so. Aber das Faszinierende finde ich, dass eigentlich fast mit jedem, wo ich dann rede oder wo mir so begegnet, auch wenn er ein Kritiker ist, sagt, ja stimmt, wo mein Grossvater gestorben ist oder wo meine Mutter gestorben ist, habe ich oft auch das Gefühl gehabt, er ist noch da. Oder es sind eigenartige Sachen plötzlich passiert. Dass immer, wenn ich an ihn gedacht habe, sein Lieblingslied im Radio gekommen ist und so. Also das finde ich noch faszinierend, dass eigentlich... Das kann aber auch ein Zufall sein, oder? Absolut, es könnte ein Zufall sein. Ich sage nur, bei sehr vielen, die ich kennengelernt habe, sind die Zufälle ein bisschen mehr als nur Zufälle gewesen. Wenn jetzt einmal ich an meinen Grossvater denke und es kommt gerade das Lied im Radio, ist es Zufall. Zufall. Beim dritten Mal dann vielleicht nicht mehr. Wenn das ständig passiert, oder, so, dann kann es sein, dass es nicht Zufall ist. Oder? Ich sage auch nicht immer, ich sage ja auch, das ist ja mein Ding, man muss mit beiden Beinen auf dieser Erde leben. Oder? Das ist ja so, in der wirklichen Esoterik-Szene bin ich auch nicht gerade so der Beliebteste, weil ich auch viele Sachen extrem kritisch anschaue oder sage, es ist logisch erklärbar. Mir ist aufgefallen, meistens beißt sich ja Esoterik und Geld. In deinem Fall ist es so, dass du sagst, man darf durchaus Geld verdienen, man darf auch Geld im Überfluss haben. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Dort tust du dich natürlich schon ein bisschen unterscheiden von dieser Esoterik-Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, oder? Ja, das Spannende ist, man muss immer so ein bisschen schauen. Meine Philosophie ist immer so, man darf eigentlich mit allem Geld verdienen, nur jetzt auch, wo das neue Buch rausgekommen ist und gerade auf Platz 1 gegangen ist, haben dann die Leute bei mir im Facebook schon gesagt, oh, das ist alles Kommerz und so weiter. Also in der Esoterik-Szene ist immer noch das Denken, du sollst zwar möglichst
immer da sein, helfen, alles tun, sollst Bücher schreiben und CD machen, aber am besten alles noch verschenken. Oder? Und das ist einfach Schwachsinn. Und ich glaube auch so, die Frage ist auch so, was macht man mit dem Geld? Also das ist für mich immer so, Geld ist nichts anderes als eine Energie. Und das Spannende ist auch, wenn die Leute manchmal sagen, du solltest mehr spenden, du musst das machen, so, dann sage ich so, wer sagt, dass ich das nicht mache? Mhm. Aber muss man das an die grosse Glocke hängen? Oder warum ist das immer ein Problem? Es fragt nämlich niemand, wie viel schaffst du kostenlos? Richtig. Aber das heisst andersrum gesagt, also sich mit der geistigen Welt und diesen esoterischen Themen zu befassen, beißt sich nicht unbedingt mit Geld verdienen. Absolut nicht, weil die geistige Welt schaut alles aus Energie an. Geld ist nur ein Energiefluss und vor allem geht es ja nur darum, also ich sage auch so, die geistige Welt oder ein allgemeines Resonanzgesetz, wo es ja auch im Buch darum geht, wenn du die Absichten stimmen, kommt das Geld auch. Mhm. Wenn du gerne schaffst, wenn du zufrieden bist, wenn du glücklich bist, dann kommen die Leute auch. Ich sage auch immer so, ich habe ja auch nichts dafür, dass die Leute jetzt gerne meine Bücher lesen. Ich habe nichts dafür, wenn ich einen Vortrag mache. Du musst dich auch nicht entschuldigen. Nein, eben, aber das ist so das Denken der Leute manchmal, geben sie mir Schuld. Dann sage ich, es tut mir leid, dass seit 8 Jahren jeder Vortrag und alles ausgebucht ist, aber ich habe keine Leute draussen, die Leute zwingen in meine Vorträge oder die Buchhandlung sind und sagen, du musst das Buch lesen. Und auch die Verstorbenen zwingen niemand. Also es ist einfach so, es ist wie es ist, mir ist es egal. Ich habe es jahrelang gemacht ohne Geld, wo ich nichts verdient habe. Und jetzt, wo ich Geld verdiene, ist für alle ein Problem. Für mich ist es kein Problem, weil ich würde es auch wieder machen, wenn ich kein Geld verdiene. Es ist mein Leben, meine Berufung. Also du hast vorher angesprochen, dass du keine eigenen Einzelberatungen mehr machst, aber du arbeitest unter anderem immer wieder ein bisschen für die Polizei. Mhm. Erzähl mal schnell ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dir. Mir ist schon klar, dass du keine Details zu aktuellen Fällen kannst erzählen, aber so die Zusammenarbeit, wie ist die zustande gekommen? Also das erste Mal ist noch spannend gewesen, also als das erste Mal die Polizei direkt zu mir kam, ist eigentlich so gewesen, also das haben sie mir nachher erst später erzählt, dass eigentlich der Wunsch einfach da war damals von der Mutter vom Opfer, dass sie gesagt haben, ihr kommt ja nicht weiter, probiert es doch mal mit dem Pascal. Und dann quasi die Polizei, sind dann irgendwie ein paar Kollegen oder ein paar Polizisten da gewesen, haben dann Zündhölzchen gezogen, wer tut jetzt mit dem Medium zusammenarbeiten. Also das haben sie mir erst viel später gesagt. Also wahrscheinlich haben sich dort nicht alle Polizisten wollen auf das Einland. Die meisten werden dann gesagt, oh nein, jetzt kommt da noch einer so unter uns. Das ist ganz ein komischer Vogel, sind wir ehrlich. Ja, so werden die das abgelassen. Es ist natürlich, die haben natürlich das Gefühl, ich komme jetzt mit meiner Kristallkugel und mit meinen Tarotkarten und so weiter. Und auf jeden Fall, einer hat dann halt verloren. Das war der Arme. Der musste zu mir in eine Sitzung kommen, so quasi. Und das ist für mich also das erste Mal direkt gesehen. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und dann konnte ich halt ihnen gerade den Namen des Hauptverdächtigen geben. Und das hat dann so ein riesen Ding gegeben. Also ohne, dass du irgendetwas vorher gewusst hast? Also ich wusste, ich hatte ein Foto gehabt vom Opfer, ich hatte eine Handtasche gehabt vom Opfer. Das waren die zwei Sachen, die ich gewusst habe. Also ich wusste, wie die Frau ausgesehen hat, die gestorben ist, und ich habe ihre Handtasche gesehen. Und dann auch, dass ich auch können sagen konnte, wie viele Schüsse auf das Opfer abgegeben worden ist, an welchem Monat das passiert worden sein oder passiert ist, wie viele Täter und so. Und das können sie ja dann überprüfen mit ihren Spuren, die sie haben. Und das haben sie dann schon erstaunlich gefunden. Weil also haben sie quasi mit der Sache überzeugt. Genau, weil sie einfach gewusst haben, das kann er nicht wissen, oder? Und dann hat das so ein bisschen angefangen, dass natürlich mehrere Fälle gekommen sind. Man muss auch schauen, aber das, was ich auch immer sage, ich kann auch nicht, ich habe gerade heute Morgen, habe ich jetzt lustig, weil es gerade wieder eine Polizei anfragt, dann habe ich gesagt, ich kann euch auch nicht sagen, zum Beispiel, wenn jemand vermisst wird, an dieser Strasse, in diesem Haus im zweiten Stock, oder? Sondern eigentlich die Polizisten, die mit mir zusammengearbeitet haben, sagen, du machst eigentlich genau das Gleiche wie ein Profiler. Mhm. Einfach, dass du nicht 3 Monate brauchst, sondern du machst das in 1-2 Stunden. Das ist so ein Ding. Und wenn ich ja für die Polizei arbeite, mache ich das kostenlos, weil ich sage so, erstens kann man keine Garantie abgeben. Zweitens ist es für mich eine Herausforderung. Also ich liebe eigentlich noch gerne so Herausforderungen. Und sie sagen halt einfach, ein Profiler kostet einfach x-tausend Franken. Darum greifen sie gerne auf mich auch zurück, weil ich einfach erstmal schneller bin und günstiger bin. Mhm. Und die Zusammenarbeit, die läuft jetzt schon ein Weile, die wird dann weiterhin so laufen. Sind das verschiedene Polizeikorps oder ist es ein spezifisches, das immer kommt? Nein, es sind in der Zwischenzeit mehrere. So. Aber es ist natürlich mit denen, die ich erfolgreich zusammen geschafft habe, kommen heute auch früher, hatte ich vor allem Fälle gehabt, die so 10, 15 Jahre zurück sind. So die ganz verzweifelten Fälle, die man keinen Aufbruch mehr erreichen können.
Ich meine, in der Schweiz ist es zum Glück so, dass wir eine extrem grosse Mordaufklärungsrate haben, ich glaube bei 85%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also habe ich nur die Fälle bekommen, die schon Jahre zurückliegen. In der Zwischenzeit ist es so, dass die, die mich schon ein bisschen kennengelernt haben und auch wissen, aha, warte, das hat jetzt nicht so eben wirklich Esoterisches zu, so, die kommen natürlich dann schneller oder Leute schneller mal. Mit Barnaby habe ich auch schon Freundschaften, sagen, du kannst nicht mal schnell einen Tipp geben. So. Das geht. Kann man dir anrufen und schnell einen Tipp erwarten? Bei der Polizei mache ich das. sonst ist es unmöglich. Sonst wird es schwierig, dann kommst du zu gar nichts mehr anderem. Du hast ein aktuelles Buch auf den Markt gebracht. Das ist von 0 auf 1 geschossen in der Sachbuch-Hitparade. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, weil all deine Bücher werden extrem gut verkauft. Zünde dein inneres Licht an, heisst das neue Buch. Mhm. Wie hast du dein inneres Licht angezündet? Das ist eine gute Frage. Es war eigentlich ein mega Prozess auch für mich gewesen, oder? Es ist noch schwierig. Es gibt nicht, dass man so kann sagen, es ist an einem Tag ist es passiert. Sondern ich habe mich schon immer, gerade als ich auch Sabine Giger vom Giger Verlag kennengelernt habe, mit denen, wo ich auch Bücher mache, ich habe dort schon immer aus Medium gelebt und so, aber ich bin immer extrem unsicher gewesen und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen, so ein bisschen Bücher zu lesen. Wie kannst du erfolgreicher werden? Wie kannst du mehr zu dir stehen und so weiter? Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, so, überall fehlt so der Missing Link. Also irgendwie, es ist immer so geheißen, ja, du musst positiv denken. Und ich habe mich noch gut erinnern, positiv denken ist etwas, was sehr wichtig ist. Aber ich habe mal 12 Kilo mehr gehabt, also recht den Bauch. Und dann hat eine Assistentin zu mir gesagt, hey, du sagst doch immer, man kann alles mit den Gedanken. Denk doch auch jetzt positiv ein Sixpack hin. Und dann aber das ist schwierig, oder? Es ist schwierig, weil ich bin dann vor dem Spiegel gestanden, habe mich ausgezogen und habe gesagt, du bist schön, du bist toll, du bist wunderbar. Aber mein Bewusstsein hat immer gesagt, Alter, du bist dick, Alter, du bist du blind, du bist überhaupt nicht schön, du hast überhaupt kein Sixpack. Und dort habe ich gemerkt, die ganzen positiven Affirmationen funktionieren nicht. Und dann ist mir, ich bin früher, eben habe ich Fernsehen gemacht, habe ich die Schauspielschulausbildung gemacht. Oder bin ja seit langem Schauspieler geschafft. Und dort habe ich dann gemerkt, dass wenn ich eine Rolle angenommen habe, dass sich auch mein Energiefeld, also die Aura, die ich wahrnehmen kann, auch verändert hat. Und das war eigentlich für mich so der Schlüssel gewesen, dass ich mich anfangen frage, was möchte ich überhaupt in meinem Leben? Wie möchte ich überhaupt sein? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Und habe dann auch gemerkt, wie mehr, als ich mich gefragt habe, was ich wirklich möchte, habe ich mich selber besser kennengelernt und habe durch das dann auch immer mehr zu mir selber gefunden. Aber nur mit Suggestion ist aus dem Buch kein Sixpack geworden, nein, oder? Nein, das funktioniert nicht. Also, das funktioniert nicht genau. Es kann ein Tool sein, ich schreibe auch ein Buch über die Affirmationen, das kann ein Tool sein, dass dir das hilft. Positiv denken ist extrem wichtig, aber auch wenn du nicht kannst glauben, zum Beispiel auch, wenn du kein Geld hast und du dir jetzt anfängst, ich bin reich, ich bin wunderbar, es ist alles toll. Wegen dem kommt jetzt nicht plötzlich das Geld. Also du musst auch das Verhalten verändern oder auch deine Ausstrahlung verändern. Also von dort her ist es eigentlich, ich sage jetzt nicht unbedingt ein esoterisches Buch, sondern es ist eigentlich eine Lebenshilfe, kann man dem so sagen. Es ist eigentlich das Gleiche. Ich darf ja ab und zu auch Manager unterrichten oder Firmenleute unterrichten. Es ist eigentlich... Für mich ist es immer faszinierend, wenn ich so in Managerschulen inne bin, wo dann wird ja einfach das unter Mentaltraining verkauft oder unter richtige Einstellen. Wenn ich mit Sportlern zusammen bin, sagen sie, ja, das ist ja genau das Gleiche, wie wir im Sport auch machen. Und wenn ich dann komme aus Esoterika, für den Schlusszeichen, obwohl ich mich dort nicht wirklich dazugehörig fühle, wird gesagt, ja, das ist alles Humbug. Mhm. Aber das sind Sachen, die in der Medizin eingesetzt werden. Heute weiss jeder Arzt, wenn die Psyche vom Patienten nicht stimmt, dann wird er auch nicht gesund. Also das heisst, wenn man sich grundsätzlich einritt oder daran glaubt, dass es einem gut geht, das auch wiederholt. Es hat übrigens auch noch eine CD mit drin, wo man Suggestionen von dir kann hören. Also wenn man das macht und verinnerlicht und quasi positiv denkt, dann kann man auch etwas Positives erreichen. Das ist zusammengefasst wahrscheinlich etwa das, was in diesem Buch vorkommt. Oder? Ja, das ist jetzt sehr simpel. Also für mich geht es eben auch vor allem darum, dass man aufhört, immer nach den grossen Zielen zu suchen, sondern dass man sich auch mal bewusst macht am Morgen, hey, ich bin noch gesund, ich lebe noch. Je nachdem, wenn man verheiratet ist oder so, dass man sich auch mal noch darüber freut, hey, meine Frau ist noch da. Also dass man die kleinen positiven Sachen, die real sind,
sind, wieder bewusst macht. Weil wenn ich den Leuten zulasse, wenn man einkaufen geht, die Leute sind eigentlich nur am Jammern. So eine Jammergesellschaft, oder? Und wenn ich den Gespräch zulasse, die Leute führen, dann sage ich, ist es für mich nicht verwundlich, dass wir in der Schweiz eine der höchsten Selbstmordraten haben. Ja. Weil eigentlich die Leute sind nur am Jammern, alles ist schlimm, alles ist tragisch. Und wenn ich dann mal mit den Leuten hinhocke und sage, was ist tragisch, dann sagen sie das. Ja, aber was ist alles gut in deinem Leben? Mhm. Ja, das weiss ich gar nicht. Komm, fangen wir mal an zu schauen, dann merken sie plötzlich, hey, eigentlich ist extrem viel gut im Leben. Also, dass man sich quasi ein bisschen mehr auch um das Positive kümmert. Absolut. Im Leben und nicht nur immer sich mit dem Negativen eigentlich aufhält. Ich habe das Buch gelesen, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht jede einzelne Übung gemacht, für das hat mir auch ein bisschen Zeit gefehlt, aber ich bin bei einem Absatz stehen geblieben und den möchte ich schnell zitieren. Da finde ich in dem Buch von Pascal Fockenhuber folgende Ziele. Höre auf, Zeitung zu lesen. Darin steht meistens nur Negatives, das unser Bewusstsein und Unterbewusstsein belastet. Achte darauf, dass du keine Horrornachrichten im TV schaust. Wenn du fernsiehst, dann nur sinnvolle Beiträge, die dich weiterbringen und Filme, die dich aufbauen. Aber lass die destruktiven Daily Soaps, Krimis und Achtung, jetzt kommt's, Talkshows weg. Und jetzt sitzt du bei mir in einer Talkshow, Pascal. Ja. Du empfiehlst in deinem Buch, keine Talkshows zu schauen und bist bei mir in der Sendung. Warum? Gut, eben destruktive Talkshows. Nein, natürlich mit Talkshows ist mehr gemeint, so wie man es von früher kennt, die ganze Arabella, wo sie sich wirklich noch vom Kopf hauen. Also gut, aus der Affäre zu gucken, muss ich dir lassen. Aber ich habe eigentlich wirklich, für mich ist eine Talkshow, klar ist das ein Talk. So. Aber für mich sind es so die typischen Talkshows, wo sie sich wirklich noch die Birne einhauen, einander anschreien und weiss ich was. Und auch so, mir ist einfach aufgefallen, das ist überhaupt nicht gegen Fernsehen und gegen Printmedien, finde ich auch sinnvoll. Aber was ich auch merke, wenn wir jetzt Beispiel Ebola nehmen, oder? Also ich meine, die Leute bekommen ja jede Chance, oh nein, Ebola. Wenn man den mal auf einen Punkt bringt, wenn man die Leute hinkommt, wie viele sind an Ebola gestorben? Dann merkt man plötzlich, hey, warte mal, in der Schweiz sterben mehr Leute an einem Verkehrsunfall als auf der ganzen Welt an Ebola. Genau das Gleiche haben wir damals mit der Vogelgrippe erlebt. Viel mehr Leute sterben an einer normalen Grippe. Also du kritisierst auch den Medienhype, der bis jetzt einfach so Sachen ständig passiert. Das Negative, die Leute in Angst reinführen, das finde ich einfach so. Und wenn ich schon merke, wenn ich Nachrichten schaue, ich treffe viele Leute, denen geht es schlecht. Sage ich, jetzt habe ich das wieder gehört, das. Dann sage ich, hör doch auf. Es findet ja eh statt, aber musst du die ganze Zeit noch nach einer Sorge haben und so, dann bekommen es deine Kinder mit, dein Mann bekommt es mit. Also Teletop schauen ist okay. Ah, das ist absolut okay. Das haben wir gerade noch. Aber es ist ja so, wenn wir jetzt eure Talks, also ich meine, ich schaue ja auch ab und zu Teletop, das ist jetzt nicht nur, weil ich da bin. Ich meine, es geht dort um Informationen, es geht nicht um den Leuten Angst das machen und irgendwie solche Sachen. Und das ist für mich ein grosser Unterschied, ob es ein Informationstalk ist, wo jeder kann nachher frei selber entscheiden, was ist stimmig oder was ist nicht, oder ob es einfach nur einfach destruktiv gut, ich bin froh, dass die Zuschauer nicht abschalten und trotzdem super, dürfen sie weiterhin auf unserem Sender unterwegs sein. In der CD, die ich vorhin erwähnt habe, hat es unter anderem auch einen Teil, wo man mit Verstorbenen kann Kontakt aufnehmen kann. Ich habe das probiert, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, so eindeutig, es heisst ja dann, man müsse um ein Zeichen beten und so, ich habe kein eindeutiges Zeichen bekommen. Warum nicht? Also, wie viele Mal hast du die Übung gemacht? Einmal. Okay. Das ist so, natürlich genauso, die meisten Leute haben oft auch so das Gefühl, auch wenn sie an einem Wochenendseminar kommen oder irgendwie so, ich muss jetzt das einmal machen und dann kann ich das. Normalerweise, wenn ich Kochlehre mache oder irgendwie auch Moderation im Fernsehen oder Kameramannfrau, wissen wir genau, okay, ich kann das nicht, nach einmal kann ich das nicht. Also so. Du willst mich motivieren, das weiterhin zu probieren. Genau. Und das andere ist natürlich, kommt auch immer darauf an, das ist ja mehr bei dieser Übung, geht es darum, vor allem für Leute, die in einer extremen Trauersituation drin sind, die vielleicht ihr Leben nicht können leben können oder glücklich können leben können, weil sie einfach da noch an einer Trauer festhalten. Und das ist dann auch wieder die Frage, hast du die Trauer? Wahrscheinlich auch nicht gerade. Ja? Oder einfach manchmal ist auch die Übung. Man muss es manchmal auch zweimal machen. Und ich finde es ja super toll, dass du die CD gemacht hast. Aber die Frage ist auch, wie gross habe ich wirklich mich darauf einlassen? Oder habe ich gedacht, oh, kommt noch der Pascal schnell durchlesen, noch schnell die Übungen durch? Nein, das habe ich nicht gemacht. Weil in dem Moment, als ich die CD reingetan habe, habe ich gewusst, jetzt muss ich mir noch mal schnell einen Moment Zeit nehmen und habe nicht schon wieder 15 andere Sachen im Kopf gehabt. Das leuchtet mir schon ein, dass man sich da muss darauf einlassen muss. Sonst funktioniert es logischerweise nicht. Du sagst ja, dass die geistige Welt immer und überall ist. Hat es denn jetzt da bei uns im Studio Verstorbene?
Ja, jetzt so, weil für mich ist immer schwierig, wenn ich bei einem Interview bin, konzentriere ich mich hauptsächlich auf dich. Aber ich weiss, sobald dass du jetzt würdest, zum Beispiel an deine Großmutter oder an deinen Vater oder irgendwie so denken, dann würden die kommen, wenn sie in der geistigen Welt sind, weil würden wir auch machen. Also wenn ich tot bin, merke ich, existiere noch und irgendwie mein Sohn oder irgendwie meine Mutter geht zu einem Medium, dann würde ich auch schauen, was ist jetzt da, oder? Und du sagst ja auch, die sind permanent und immer rum. Ja gut, so nicht. Also ich sage immer so, also es ist jetzt nicht so, dass der Verstorbene ständig jetzt schaut, was macht mein Sohn und wo ist er und was macht er und wer trifft er jetzt? Führen denn die ein eigenständiges Leben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, man muss sich auch mal von dem Bild lösen, dass wir in der geistigen Welt noch so wirklich menschlich sind. Oder? Wenn man es von der Physik anschaut, ist es einfach so, wir sind 100% reine Energie. Das ist in der Zwischenzeit laut Quantenphysik und Physik beweisbar. Man ist auch beweisbar, dass Energie weder auflösbar noch zerstörbar ist, sondern nur veränderbar. Mhm. Also wir werden sicher nicht mit dieser menschlichen Form in der geistigen Welt weiter existieren, sondern es ist eigentlich nur noch eine Energieform, die da ist, oder? Wo aber durch das Medium, wenn jetzt, nehmen wir an, rein theoretisch dein Vater würde kommen und ich würde sagen, hey, er ist ein wunderbares oranges Licht, dann würdest du sagen, ja, sorry, mein Vater war kein wunderbares oranges Licht gewesen, sondern er war ein Mann gewesen, der ist an dem und dem gestorben und so weiter. Und wenn ich dir als Medium sage, er hat so und so gewohnt, er hat das und das gestorben, so war eure Beziehung gewesen, das sind Probleme gewesen, dann würdest du erkennen, das ist mein Vater. Aber in der geistigen Welt ist eigentlich nur noch die Energie quasi die Erinnerung vom Leben, oder? Wo da ist. Dein Buch ist jetzt auf dem März. Du wirst im März auch im Volkshaus Zürich wieder einen grossen Vortrag halten, wo man dich kann besuchen und dich live kann erleben. Alle Informationen findet man auch bei dir über die Homepage. Zünde dein inneres Licht an. So heisst dein aktuelles Buch. Zum Schluss von dieser Sendung gebe ich dir noch 2-3 Fisherman's Danke. Friends mit, damit du noch einen langen Schnauf hast. Es war sehr spannend gewesen, mit dir über das Thema zu reden. Im Wissen, dass wahrscheinlich auch jetzt noch nicht ganz alle Zuschauer von diesem Thema überzeugt sind. Ich hoffe auch, dass wir uns in diesem Rahmen wieder einmal treffen. Und zum Schluss verlosen wir noch 2 Bücher von dir. Hoffentlich noch auch noch signiert. Wenn Sie die Bücher von Pascal Fockenhuber wollen, dann schicken Sie uns ein Mail oder rufen Sie uns an auf die jeweils eingeblendete Nummer. Zünde dein inneres Licht an, ab sofort in allen Buchhaltungen. Pascal, danke für den Besuch bei uns. Das war der Top-Tag. In ein paar Augenblicken gibt es bei uns das Neueste vom Tag. Ich bedanke mich fürs Interesse, wünsche einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Präsentiert worden von Hans Isering Küchenbau. Küchenhauptstadt.ch